Betritt das Büro des Schulleiters. Und darauf habe ich lange gewartet. Ich weiß zwar nicht, wo das Schulbüro ist, Schulleiterbüro. Ich kann auch nicht mehr reden. Aber ja. Auf geht's ins Schulleiterbüro. Das ist ja mal ein Höhepunkt des Spiels. Ah, hier waren wir wohl schon mal drin. Haben Loot mitgenommen. So, Schulleiterbüro. Es war hier durch die versperrte Tür, die jetzt offen ist. Da kamen wir ja ganz lange nicht durch. Revelio. Okay. In Harry Potter war der Schulleiterbüro hier auf dem Gang mit einer großen Adlerstatue versteckt. Ist es dann doch ein bisschen abgelegen, ne? Vielleicht hat Professor Blake auch sein Schulleiterbüro an einer anderen Stelle als Dumbledore dann. Passt doch mehr zu ihm, dass er das Büro müsste ja eigentlich. Das schlechte Büro müsste sich ja nicht ändern. Es müsste ja so bleiben. Rebellio. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Lumos. Okay. Reparo. Lumos. Revelio. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Doch, das ist das. Das steht im Film. Irgendwo mitten auf dem Gang. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Toujours pur. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Bestimmt. Och, herrlich. Können wir mal einen Moment hier innehalten und genießen, dass wir hier sind. Im großen Schulleiterbüro. Ach du. Ist es fantastisch. Revelio. Der
Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimente kann der sprechende Hut im Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Oh, fantastisch. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Oh. Eine Geschichte von Beedle dem Baden. Ich vermute, es geht um mehr als nur die drei Brüder, bitte. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Das wird so geil. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Immer geiler. Sieh die Bilder. Ehemalige Schulleiter. Irgendwie alle am Schlafen. Die Tee des Professors aus. Oh, das Denkarium. Das ist fantastisch. Revelio. Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die tägliche Herausforderung der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Ja. Kaufbeleg. Haarwasser, Bartwachs. Bündnispomade, Kamm mit Perlmuttgriff, Rückenkratzer mit Goldgriff, Doxizid. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt. Natürlich. Und eine Statue von Blake. Das muss das Podest sein. Ich müsste mich hier noch länger umschauen. Wo bin ich? Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. Ich habe die Befürchtung, dass man nicht wieder zurückkommt. Sie mich nie nennen. In den Raum. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Mhm. Das Märchen von den drei Brüdern. Ich spiele die Stadt, ohne gesehen zu werden. Das sieht doch sehr nach dem Märchen mit den drei Brüdern aus. Das ist zu gut. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Hm. Meiden Sie sie um jeden Preis. Der Tod. Ja. Wenn das nicht das Märchen mit den drei Brüdern ist, da ist das eine fantastische Anspielung. Da ist der Tod.
zu ihm zum Horrorspiel geworden. Wow. Wie sind wir hier spielend? Ja, das ist noch. Dann wäre ich jetzt frei. Es ist noch auf Hogwarts Legacy was zu spielen. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier irgendwo sein. Das ist einfach das einfach neuer Stil, hier einfach ein neues, neue Grafik. Das ist einfach so ein Kapitel mit. Es ist so, es ist dieses Spiel. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Spielen wir ein Stealth-Game. Es, Hogwarts Legacy hat halt einfach seit immer für Überraschungen. Da vorne ist eine Treppe. Wo ist eine Treppe? Wasser. Ach du Schande. Mein Herz. Wow. Was ist dieses Spiel? Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Allein wegen diesem Kapitel hier. 10 von 10 Wertung für dieses Spiel. Alter Schwede. Ich werde nicht mehr. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo nie voll steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Ich wollte es euch ja mal zeigen, was passiert, wenn es. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Alter Horrorspielabend. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Wow. Stealth Games kann ich. Ich habe Plague Tale gespielt. Und große Güte. Da lauert nur mehr Gefahr. Ich muss noch einen anderen Weg nehmen. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Das ist doch tot sich eine Falle. Verschlossen. Natürlich. Ich muss weiter, ich habe keine Wahl. Mehr Powertank.
Ich bin so überrascht und erschrocken zugleich, was aus dem Spiel hier gerade wird. Wow. Alter. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Ich weiß es. Es ist einfach zu geil, um wahr zu sein. Wie bewegen die sich? Es muss ein Moment sein, wo keiner die Tür guckt. Das ist meine Chance. Hin dort. Und rüber. Dort geht es weiter. Der Umhang. Wie kann das sein? Eine Tarnung. Ich bin unsichtbar. Nicht irgendeine Tarnung. Sie können mich nicht sehen. Ein Tarnung, der den Tod. Ich kann nicht ihn nähern. Ein Stein, der das Leben auferstehen kann. Und ein Zauberstab, der mächtiger ist als der Tod. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Das war die erste Prüfung von drei. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Mysteriöser Zauberstab. Ich liebe es. Der Äderstab. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Die heilige Stimme des Todes. Das sendet uns doch an irgendwas. Oder nicht? Die uralte Macht. Genau das. Thank you.
diesem Schulgang sichtbar zu machen. Schön, die ja ihr Erfahrungspunkte auseinander. Schalten wir die Wilde raus. Wie das Spiel einem gerade selber hier den Spiegel vorhält. Heul des Todes. Das kennen wir ja schon. Wir auch Sachen lieber werfen können. Ah ja, da kommen die Sachen. Und die Steine, die wir werfen können. Erfahrungspunkte sammeln. Trollpuppe einsammeln. Der nächste Troll. Ja.
kleiner Trottel. Okay, da können wir nicht lang. Der Schlag ist so viel wie ein Bombarder. Siehst du noch mehr? Definitiv mehr. Wir werden nur mutig. Bei den Kampf hier überhaupt gewinnen. Sollen wir ihn gewinnen? Bestanden. Okay, können wir Minotaur. Minotaur, nee, das war was anderes. Das war. Für mich sein. So schlicht ist der gar nicht. Der Stein der Auferstehung. Ich bin gespannt, was diese Prüfung auf sich hat. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Traum. Neve ist tot. Arme Neve, sie war noch so jung. Neve, warum? Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Sie haben mich gefunden, doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aha. Haben wir jetzt wirklich die Heiligkeit? Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen.
bevor wir uns die Erinnerungen anschauen. Ich weiß nicht, ob man das im Stream vorlesen darf. Und man das Ganze, aber zumindest den Ausschnitt, den können wir vorlesen, wo es gerade reinpasst. Ein kleines modernes Märchen, ein sehr altertümliches Märchen. Da können wir uns mal hier an der Stelle stellen, wo das mehr passt. Hier sieht man den schönen Grafikstil von meinem Charakter. Mit dem Stein der Auferstehung in der Hand. Ich muss das natürlich erstmal finden. Ich hoffe, ich werde hier nicht verknackt, wenn ich das hier lese. In diesem Spiel muss das einfach. Ich hoffe, ich finde es jetzt vor allem. Ja, hier steht sogar im Wiki. Es waren einmal drei Brüder. Sie wanderten auf einer einsamen, gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder an einen Fluss, der war so tief, dass sie nicht hindurch waten konnten und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig. Und so schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über dem tückischen Wasser erscheinen. Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzengestalt in den Weg, und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, weil er um drei neue Opfer betrogen worden war, denn gewöhnlich ertranken Wandersleute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen. Er tat, als würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren und sagte, weil sie so klug waren, ihm zu entrinnen, verdiene jeder von ihnen einen Lohn. So verlangte denn dann der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, einen Zauberstab, der mächtiger als alle anderen sein sollte. Ein Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde. Ein Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu einem Elderbaum. Am Rand des Flusses formte er einen Zauberstab aus einem Zweig der Rutink und schenkte ihm den ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, dem Tod noch mehr zu demütigen und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihm dem zweiten Bruder. Und er sagte ihm, dass der Stein der Macht die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste war der genügsamste und auch der weiseste der Brüder. Und er traute dem Tod nicht. Also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von dannen zu gehen, und dass ihn der Tod verfolgte. Und der Tod übergab ihm höchst widerwillig seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern, ihre Reise fortzusetzen. Und dies taten sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, und bewunderten die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder und ein jeder ging seines Weges. Der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte, wo er sich einen anderen Zauberer suchte, mit dem er einen Streit begann. Natürlich konnte er mit dem Elderstab als Waffe in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen.
Der Älteste ließ seinen Gegner tot auf der liegen und begab sich in ein Wirtshaus, weil er lautstark mit dem mächtigsten Zauberstab prallte, den er dem Tod selber entrissen habe und der ihn unbesiegbar mache. Noch in derselben Nacht schlich sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der trunken vom Wein aus in dem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten Bruder umdrehen die Seele durch. Da steht ein anderes Wort, aber das ist eigentlich ist ein anderes Wort, aber da steht Seele. Okay. Und so machte sich der Tod den ersten Bruder zu eigen. Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die Toten zu rufen, und drehte ihn dreimal in der Hand. Seine Verwunderung und Freude erschienen vor ihm sogleich die Gestalt des Mädchens, das er einst hatte heiraten wollen, ehe sie vorzeitig gestorben war. Doch sie war traurig und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Obgleich sie in der Welt der Sterblichen zurückgekehrt war, gehörte sie nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor unerfüllbarer Sehnsucht und er tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte der Tod den zweiten Bruder sich zu eigen. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihm seinen Sohn. Und dann hieß er den Tod den alten Freund willkommen, ging freudig mit ihm und ebenbürtig verließen sie das Leben. Das Märchen der drei Brüder. Copyright J.K. Rowling. Verklag mich nicht. Das hat gerade einfach sein müssen. Das hat so gut gepasst.